Also meine Lieblingskreativitäten sind einfach Live-Auftritte, weil die sind ganz reell. Du gehst auf die Bühne, da ist Publikum, du machst was, das Publikum applaudiert, alle sind froh und dann ist es zu Ende und dann ist es schon vergessen. Und bei einer Schallplatte oder bei einem Buch oder bei einem Film, da machst du was und dann musst du daran drehen, dass das irgendwie am Ende noch verkauft wird. Und dann gibt es das als Dokument. Aber mich persönlich interessiert das dann überhaupt nicht mehr. Wenn ich was gemacht habe, ist das danach vorbei. So ist das Leben ja auch. Ne? Und deshalb, also in letzter Zeit habe ich auch keine Filme mehr gemacht. Ich habe auch kein Buch mehr geschrieben. Ich glaube, ich bin jetzt alt genug, dass ich sagen kann, so, ich trete jetzt nur noch auf.